Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus meiner Serie Studentenfragen. Für die Wirtschaftsakademie Wien beantworte ich einmal im Monat Fragen von Studenten per Videobotschaft. Und heute habe ich im Kurs Online-Marketing und Social-Media-Management die Frage: Ist Social Media für Unternehmen eher eine Chance oder eine Gefahr? Herausgepickt. Zu dieser Frage werde ich jetzt in der Folge ausführlicher Stellung nehmen. So, grundsätzlich tue ich mich bei der Beantwortung von pauschalen Fragen dieser Art sehr, sehr schwer. Die Frage lautet ja: Ist Social Media für Unternehmen eine Gefahr oder eine Chance? Aber ganz ehrlich, für welche Unternehmen denn? Es gibt Unternehmensformen, Unternehmensgeschäftsmodelle, Unternehmenskonstellationen, millionenfach. Und das alles zu pauschalisieren und über einen Kamm zu scheren, ist aus meiner Sicht in der Form vollkommen unsinnig. Ich sage mal 2, 3 Beispiele und dann wird dir sofort klar, wo ich hin will und was ich meine. Nehmen wir mal Social Media im B2B und Social Media im B2C. Social Media hat in diesen beiden Bereichen sicherlich einen Stellenwert und ja, sicherlich eine Daseinsberechtigung, nur ist die wahrscheinlich ganz unterschiedlich oder nicht wahrscheinlich, die ist unterschiedlich. Im B2B-Sektor hat es einen anderen Stellenwert, hat anderes Chancenpotenzial, birgt andere Gefahren als wie im B2C-Bereich. Nehmen wir nochmal ein Beispiel und sehen uns mal nur B2C an, und zwar ein hochpreisiges Produkt, beispielsweise ein Auto, was über ein Autohaus, einen Autohändler verkauft wird, ein teurer Neuwagen, oder ein Konsumerprodukt wie Zahnpasta oder Haarshampoo. Und versuchen das mal mit der Social-Media-Brille, Chance oder Gefahr, auf zu betrachten. Hier haben wir es wieder mit 2 vollkommen unterschiedlichen Konstellationen zu tun. Für ein Autohaus, welches hochpreisige PKWs verkauft, hat Social Media eine ganz andere Bedeutung als wie beispielsweise für einen Hersteller von Haarshampoo, der auch von der Zielgruppe her, da sind wir beim nächsten Stichwort, Zielgruppe, eine ganz andere Ausgangslage und eine ganz andere Ausgangssituation hat. Hochpreisige PKWs und Haarshampoo. Und die Zielgruppe an der Stelle ist eine vollkommen andere. Die Zielgruppe wird wahrscheinlich in vollkommen anderen Social-Media-Kanälen aktiv sein und demzufolge ist die Beantwortung der Frage: Ist Social-Media für Unternehmen eine Chance oder eine Gefahr, wahrscheinlich eine vollkommen unterschiedliche. Das ist schon mal der erste Punkt, den ich an der Stelle machen möchte. Bei Fragen dieser Art, die so pauschal sind, ist es immer eine Gefahr, aufs Glatteis geführt zu werden und an einem Ergebnis anzukommen, was in vielen Einzelfällen einfach überhaupt nicht relevant ist. Dazu jetzt noch ein Gedanke. Es gibt in bestimmten Unternehmensbereichen, bei bestimmten Zielgruppen etc. pp. Sogar den umgekehrten Fall. Und man müsste da eine ganz andere Frage formulieren, nämlich: Ist es eine Gefahr für ein Unternehmen, sich nicht mit Social Media zu beschäftigen? Denken wir beispielsweise an Unternehmen, die ein Produkt haben, was ganz besonders von einer jungen Zielgruppe genutzt werden kann oder genutzt werden könnte. Wir wissen heute alle, dass ganz besonders junge Menschen, ich sage mal zwischen 15 und 25, dass die kaum noch konventionelle Medien kommunizieren, dass die sehr viel digitale Medien kommunizieren, sehr viel über das Handy
konsumieren und sehr, sehr viel in den sozialen Medien konsumieren. Für ein solches Unternehmen oder ein Unternehmen, was diese Zielgruppe adressiert, ist es wahrscheinlich fahrlässig, sich nicht mit Social Media auseinanderzusetzen. Für ein solches Unternehmen bietet Social Media wahrscheinlich viel mehr Chancen, wenn man es ordentlich und richtig macht, als Gefahren. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die bewusst nicht in das Thema Social Media hineingehen, weil sie Gefahren wittern, auf die sie keine Lust haben. Mir sind Nahrungsmittelproduzenten bekannt, die ganz bewusst nicht in das Thema Social Media hineingehen, weil ihre Produkte Inhaltsstoffe enthalten, die in den sozialen Medien von vielen Konsumenten ständig bissig, biestig und sehr hart kritisiert und thematisiert und angegangen werden. Und warum sollte sich ein Unternehmen, welches solche Produkte hat, die potenziell angefeindet werden würden, im großen Stil im Social-Media-Umfeld bewegen? Also das Unternehmen, was ich an der Stelle im Hinterkopf habe, hat sich ganz bewusst, und das ist eine sehr, sehr bekannte Marke, hat sich ganz bewusst dagegen entschieden, mit diesen Marken, die diese Situation oder dieses Problem eben haben, größer in die sozialen Medien hineinzugehen. Die wollen sich einfach diese Angriffsfläche nicht aussetzen und die sagen ganz klar, das ist eine Gefahr und die Chancen sind kleiner als die Risiken, die wir uns damit möglicherweise ins Haus holen. So, und damit habe ich dir jetzt mal anhand von zwei konkreten Beispielen klar auch aufgezeigt, an welcher Stelle Social Media für ein Unternehmen vielleicht eher eine Chance ist und an welcher Stelle es eine Gefahr ist und man vielleicht eher nicht im großen Stil ins Social Media rein investiert. Und damit habe ich dir aber auch jetzt mal kristallklar hier gesagt, dass Fragen dieser Art in dieser pauschalen Form eigentlich gar nicht wirklich zu beantworten sind. Nicht? Also das muss man dann schon spezifischer und genauer betrachten, um welches Unternehmen geht es, wie sieht die Konkurrenzlage aus, welche Produkte, was ist die Zielgruppe, und dann kommt man viel eher an einem validen Urteil an und kann die Frage konkret und vernünftig beantworten in der pauschalen Form, wie sie jetzt hier in dem Kurs gestellt worden ist, würde ich sie nicht wirklich beantworten wollen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.